des Kraftrad MZ-ÖDZ 250A wurde von 1983 bis 1989 in der Deutschen Demokratischen Republik in der Nationalen Volksarmee zur folgenden Verwendung geführt. Als Gradmelder, Späher an Grenze und im Kriegsfall mit dem imperialistischen Ausland. Es handelt sich hierbei um einen luftgekühlten 250 Kubikzentimeter Zweitakt-Odometer, der mit einem Öl-Benzin-Gemisch im Verhältnis von 1 zu 50 gefahren wurde. 15 Kilowatt, 21 PS. Besondere Merkmale der ÖDZ 250A: Verdrehsicherung des Lenkers, NVA-Geländelenker, Anhaltestab und Halterung, Dornvorrichtung, NMA für Scheinwerfer und Rücklicht, dunklere Tacho- und Drehzahlmesserbeleuchtung, Blinker-Deutschhalter, Bordsteckdose, höheres Schutzblech, Alufelgen vorne und hinten 18x3,25 Zoll, Hydraulik-Scheibenbremse vorne, Motor mit Getriebeölentlüftung, Überhitzungsschutz und geschirmter Zündanlage, Funk entstört, Trümmer, Geländeauspuff, alle mit beschichtet und an Seitenträger befestigt. Garnisterträger rechts für Ersatzbenzingarnister, Backtaschenhalter links für NVA-Backtasche mit Überzug und Klappsporen. Gepäckträger hinten. Seitenständer für unebenes Gelände. Kürzere, klappbare Fußrasten vorne. Hintere Federbeine durch Hülsen geschützt. Zwei Einzelsitze aus Gummi. Schmutzabweiser am hinteren Gürtelflügel. Dornlackierung in NVA Grün. Die in Schubau hergestellte MZ-ÖDZ 250A erreichte je nach Leistung eine Geschwindigkeit von 105 bis 130 km pro Stunde und wurde damit das schnellste Landfahrzeug der DDR.